Punkt 1, was man nicht machen sollte bei einem Lost Place, genau davor parken. Man weiß nie, wie man sein Auto wiederfindet. Dass die hier vom Fenster aus schießen? Hm? Ob die hier vom Fenster aus schießen? Hier steht was mit 45, 12H20. Grüßt euch. Ich bin heute noch auf so einem alten Militärgelände und im Kasernenkomplex. Und das Kasernenkomplex hat überall nagelneue Stromleitung. Falls ihr das sehen wollt, bleibt da einfach dran. Ich bin Oral und das ist mein Kanal. Wie gesagt, hier sind alles neue Steckdosen. Wir gehen hier lang.
Hinten ist ein ganzes Kabelwirrwarr und vor allen Dingen Netzwerkkabel wurde hier sogar verlegt. Ich denke mal, diese Kaserne wird teils noch genutzt. So, mal sehen, was wir hier noch so sehen. Hier stehen aus der Wand die ganzen neuen Leitungen. Hier dahinter. Sogar das Dach nagelneu gemacht in der alten Kaserne. Also das wird hundertprozentig noch genutzt. Das ist, dass die hier vom Fenster aus schießen. Ob die hier vom Fenster aus schießen. Hier steht was mit 45, 12H. 20. Steht da die Anruf? 12. Also der eine ist die Charge und dann Februar 2011 oder so. Und also oben hast du das Kaliber. 556x45. Und hier unten, das ist die Losnummer, die Chargennummer, Baumonat und Baujahr. Und bei größeren Kalibern hast du dann noch DM irgendwas da drauf drin. Deutsche Munition. Ja, dann werden wir die, sinngemäß hier wieder hinstellen. Ja, das kannst du ja mal ausmachen. Ey, wir nehmen das nämlich nicht mit. Ui, Schulz. Also das Gebäude wird immer tatsächlich noch genutzt. Hier ist die Hauptstromleitung. Gehen wir mal aufs zweite Gebäude zu. Hier im anderen Haus, im Keller, haben wir noch schöne Sachen gesehen, sind aber nicht reingekommen. Dann hier ist genauso verrammelt. Aber es ist da eine Möglichkeit reinzukommen. Lassen wir aber erstmal. Wir gehen erstmal hoch. Ich sag mal, die Besitzer freuen sich bestimmt, wenn die wiederkommen. So, dann laufen wir mal weiter. Nicht, dass es wieder heißt, wir waren's.